Heute bin ich im wunderschönen Salzburg unterwegs und gleich treffe ich eine tolle deutsche Schauspielerin, die sehr viel mit dieser Stadt verbindet, Anja Kruse. Viele von uns kennen sie aus so legendären Serien wie die Schwarzwaldklinik, das Traumschiff oder Forsthaus Falkenau. Heute ist Anja Kruse Anfang 60 und ich finde, sie sieht top aus. Blendend, vital, gesund, sie strahlt. Und ich glaube, sie tut auch eine Menge dafür, denn sie hat so ihr ganz eigenes Ernährungskonzept gefunden. Und vor kurzem hat sie noch dazu ihr erstes Kochbuch veröffentlicht. Also darüber und über vieles mehr werde ich mich gleich mit ihr unterhalten. Ich gehörte gerade in den 80ern zu der Gruppe der Frauen, die jede Diät ausprobiert haben, die es im Leben gibt. Mit Ananas bist du sogar mal in Ohnmacht gefallen, hast du erzählt. Ja. Ja, der Mensch braucht Salz. Da kann ich nur Ananas essen. Voll im Leben, 130 gesunde Rezepte für meine besten Jahre. Ich bin, fühle mich wirklich mitten im Leben. Ja. Anja, schön, dass wir hier sitzen. Ja. Vielen Dank für die Einladung nach Salzburg. Freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Das ist eine sehr, sehr coole Wohnung, muss ich sagen. Ist das eines deiner Domizile? Kommst du öfter hierher? Nicht so oft, wie ich möchte. Es ist halt so ein kleines Hideaway und ich bin leider viel zu selten da. Ich habe hier auch einiges gedreht, eine wunderschöne Serie gemacht, ein paar Filme. Also ich bin sozusagen eine Beute Österreicherin. Du singst auch, habe ich gelesen, und malst auch, aber nein, trotzdem. Nein, malen nicht. Ja, siehst du? Kann ich siehst du schon wieder nicht. Etwas, was nein. Irgendwo stand? Jeder soll das tun, was er am besten kann. Okay, das ist Schauspielerei auf alle Fälle. Ja. Hätte es denn noch Alternativen gegeben für dich? Hättest du dir vorher auch vorstellen können, was anderes zu machen? Also, als ich wirklich anfing, ernsthaft zu kochen, nachdem Holger Stromberg mich da auf den Trip geschickt hat, und ich dann in der Steiermark meinen Traum in ein Drehbuch und dann in einen Film verändern konnte, sozusagen. Da habe ich mir gedacht, als wir gedreht haben, dieses Johanna Köchin aus Leidenschaft, Mensch, das wäre doch mal was. Eine Location finden, einen Sponsor und dann in der Küche stehen, genau wie meine Rolle. Ja. Aber das hat sich natürlich dann auch im Laufe der Jahre erledigt. Die Gastronomie ist schon ein hartes Pflaster. Die gesunde Küche hast du irgendwann mal für dich entdeckt? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich wirklich irgendwas ändern und meine Ernährungsgewohnheiten radikal umstellen? Ich gehörte gerade in den 80ern, wo ich im Traumschiff im Bikini vor der Kamera stand, zu der Gruppe der Frauen, die jede Diät ausprobiert haben, die es im Leben gibt. Von Hollywood über Ananas, über Atkins und es ist alles furchtbar. Ja, mit Ananas bist du sogar mal in Ohnmacht gefallen, hast du erzählt. Ja. Ja, der Mensch braucht Salz. Da kann ich nur Ananas essen. Da geht der Kreislauf auf Grundeis. Es geht nicht. Irgendwann habe ich gedacht, naja, um jetzt gesund und schlank zu bleiben und meine Form zu halten, muss ich ein bisschen was umstellen. Gerade wenn ich Theater spiele, was gibt mir am meisten Energie? Und um diese Energie zu bekommen, da bin ich drauf gekommen, reicht das normale Essen nicht mehr so ganz. Also habe ich angefangen auszuprobieren. Ich habe Metabolic Balance ausprobiert. Das ist einfach ein Test. Welche Sachen sind gut für dich? Welche lähmen dich? Habe dann ein Internetseminar belegt über Ernährungslehre, weil mich das sehr interessiert hat. Das ging über ein Jahr. Und so habe ich herausgefunden, wie kann ich einigermaßen mit Genuss essen und auch genug, ohne Hunger zu haben, ohne Diät zu machen, dass es trotzdem schmeckt und trotzdem gibt es mir Energie und ich nehme nicht zu. Wo hast du oder wann hast du Veränderungen gespürt und positive Veränderungen? Ja, ich bin zufriedener, weil mein Leben nicht mehr aus purem Genuss und Kasteiung in der Abwechslung besteht. Weil ich nicht ganz darauf verzichten wollte, auf so Lieblingsspeisen, habe ich zum Beispiel, in meinem Buch gibt es ein Rezept über umgebaute Salzburger Nockerln. Die habe ich ein bisschen gesünder gemacht, ein bisschen weniger zuckrig und ohne Mehl. Kommt nicht ganz ans Original ran, aber ist schon ziemlich gut. Weil wir jetzt gerade über dein Buch sprechen, ja? Voll im Leben, 130 gesunde Rezepte für meine besten Jahre. Deine besten Jahre, sind das die Jahre jetzt? Ich fühle mich wirklich mitten im Leben, ja. Aber ich habe mich gefragt, wie hast du das eigentlich geschafft? Also ich meine, wirklich leidenschaftlich kochen, da braucht man ja Muße, man braucht Zeit dafür. Es ist auch eine gewisse Übung. Wann hast du angefangen mit dem leidenschaftlich Kochen, während all diesen ganzen Dreharbeiten und diesen ganzen Engagements, die du hattest?
ja, den ich habe immer gern ein bisschen gekocht, für mich so zu Hause oder vor allen Dingen auch für Gäste, aber immer irgendwie sehr, naja, improvisiert irgendwie. Und dann lernte ich bei dem Event Cooking for Friends von der Birgit Wolf Holger Stromberg kennen. Der wurde mir als Koch an die Seite gestellt, wo wir halt für einen großen Event gekocht haben. Und der hat mich wirklich angefixt, ja, und mir auch ganz, ganz viel beigebracht. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Ich habe so viel gelernt. Und dann hat mich das Kochfieber gepackt. Würdest du sagen, dass in diesem Buch, dass das so eine Mischung ist aus deinen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und so ein bisschen vielleicht auch fernöstlichen Ernährungsphilosophien, die da so hineinkommen? Es sind meine Erfahrungen. Es ist natürlich Ernährungslehre. Damit habe ich mich ja wirklich beschäftigt. Also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich über Antioxidantien spreche und Dinge, die also einfach den Körper anheizen, wie Ingwer und so. Das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist ein bisschen eine Mischform der Erfahrung, ja. Meine goldenen Regeln für Gesundheit, Schönheit und jede Menge Energie. Das fand ich super interessant. Da hast du zum Beispiel geschrieben, pass auf, halten Sie die Milz bei Laune. Wie hält man denn die Milz bei Laune? Indem man zum Beispiel milzfreundliche Sachen isst. Also die Milz ist der Erwärmer in der chinesischen Medizin. Mhm. Das heißt, der Milz tun heiße Sachen gut. Das muss nicht unbedingt kochend heiß sein, sondern einfach als energetisch heiß, wie eben Ingwer oder eine Rindsuppe. So, das tut der Milz gut, weil die Milz für die Energie zuständig ist. Mhm. Zum Beispiel morgens, du sagst ja auch, die optimale Ernährung beginnt mit einem guten Frühstück und isst gerne zum Beispiel auch Porridge, was ich auch sehr gern mag. Und da gibt es ja auch ein paar tolle Rezepte hier drinnen. Das ist ja auch warm, ja? Das ist auch eine warme Speise, die man dann morgens isst. Ja, es ist wichtiger. Ich kann zum Beispiel auch mal Rühreier essen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Ich bin drauf gekommen, dass dieses nur morgens Obst essen mich immer ein bisschen gelähmt hat, weil Obst ist per se kalt, es sei denn, man kocht es. Ja? Und dann verliert es natürlich viele Vitamine. Aber das als Start in den Tag heizt den Ofen nicht richtig gut an. Und man möchte ja, dass der Stoffwechsel auf Touren ist, damit man Fett verbrennt und Energie hat. Wie gehst du denn eigentlich um mit diesem Thema Säure, Basen? Das ist ja auch so eine Geschichte. Manche Leute haben ein wahnsinnig gutes Bewusstsein dafür, wenn sie anfangen zu übersäuern. Mhm. Ja, und wissen dann auch genau, wie sie dagegen steuern sozusagen. Ist das bei dir auch so? Bist du so feinfühlig oder wie gehst du mit dem Thema um? Säure, Basen ist das Allerwichtigste. Wenn der Körper im basischen Milieu ist, dann funktionieren alle Stoffwechselprodukte besser. Da wird die Haut besser, die Verdauung besser, man hat mehr Energie. Deswegen sagt man ja auch, ich bin sauer. Das heißt, es geht mir nicht gut. Was ich mache natürlich, ich liebe auch ein Steak mit einem Glas Rotwein oder Käse und Wein dazu. Super, super sauber, super sauer. Was mache ich dann? Will es trotzdem haben? Basentabletten hinterher. Ach so. Das ist, wenn ich jetzt nicht gerade drei Karotten zur Hand habe, die das ganze Beire wieder ausbalancieren. Aber mit drei Karotten würde es auch funktionieren? Ja. Ah, ja, aber okay. Die hat man nicht immer so dabei. Ja, nicht so wirklich. In der Handtasche drei Karotten. Wie ist das? Wie geht Anja Kruse Lebensmittel einkaufen? Also in Frankreich ist es relativ einfach, weil die Vielfalt ist unendlich größer, da gerade im Süden. Hier in Österreich gehe ich zu den Biobauern. Ich gehe hier in Salzburg wahnsinnig gern auf den Markt. Viele Bauern haben auch außerhalb der Öffnungszeiten zum Beispiel Eierautomaten. Eierautomaten? Ja, die haben ihre Bio-Eier und die sind in einer Art Schließfach. Da schmeißt man dann Geld rein und kann man sogar noch nachts holen. Einzeln oder im Zehnerpack? Nein, schon im Zehnerpack. Einzeln. Das ist bist du nur noch am Einschmeißen? Nicht das tun, was legt. Lass uns doch mal durchgehen, so einen Tag in deinem Leben ernährungstechnisch. Du sagst, er soll anfangen mit einem tollen Frühstück. Wie könnte das aussehen? Ich wechsle ganz gerne. Das tut dem Körper auch ganz gut, wenn man ihn jetzt nicht so an Einheitskost gewöhnt. Ich habe halt einen Tag mal wirklich Porridge. Mhm. Dann meine heißgeliebte Budwig-Creme. Das ist Quark mit Leinöl. Das ist das Beste, was du dem Körper geben kannst, weil
Das Protein vom Quark wird durch das Leinöl aufgeschlossen und umgekehrt. Das ist dann das ganz schnelle Frühstück. Ich liebe auch grüne Smoothies. Und dann mache ich mir einen riesigen und das ist dann mein Frühstück. Da ist ein Avocado natürlich drin, auch eine ganze. Mhm. Und bin dann wirklich auch satt bis mittags. Mittags dann in Präferenz auch Kohlenhydrate wie Hülsenfrüchte, einen tollen Gourmet-Salat mit ganz vielen bunten Sachen drin. Darf dann auch natürlich ein bisschen Mozzarella sein, Burrata dazu. Und abends in der Regel dann Fleisch, so Hühnchen. Ich habe ein paar wunderbare Hühnerrezepte dort drin, wie zum Beispiel Huhn mit Zitrone und Salbei. Salbei ist, das hört sich alles schon so gut an. Salbei ist für die Verdauung wirklich eins der besten Dinge durch die Bitterstoffe. Und die Zitrone natürlich auch, die heizt auch ordentlich an. Wenn du jetzt alleine für dich kochst, solche Gerichte zum Beispiel, legst du dann noch Wert darauf, dass das Auge mit ist? Weil du beschreibst es gerade so schön. Also bist du dann noch jemand, der seine Gerichte wirklich so richtig schön serviert, zubereitet? Also wenn ich nicht mit Freunden esse, sondern alleine, weil es sich gerade nicht ergibt, muss ich mich ja nicht dafür bestrafen. Also ich esse mein Essen nicht aus dem Topf oder aus der Plastikschüssel, sondern ich tue das auf einen schönen Teller. Und ich garniere es nicht sternemäßig. Ja. Aber das Ambiente ist, sollte schon irgendwie... Es sollte auch für mich passen, ja, natürlich. Okay. Gibt es denn bestimmte Regeln, die du noch einhältst im Laufe des Tages, was deine Ernährung angeht? Jedes Mal, wenn man isst, geht der Insulinspiegel rauf und stoppt die Fettverbrennung und den Energiestoffwechsel. Und somit halte ich Pausen ein, wie es früher üblich war. Frühstück, Mittag, Abendessen und nicht sonst dazwischen. Das haben nur wir jetzt in unserer späten Zivilisation angefangen. Dabei ist es so lecker, zwischendurch was zu essen. Ja, schon. Ich meine, wenn man es sich erlauben kann, das ist ja okay. Wenn ich in Unterwäsche auf der Bühne stehe, wie in der Reifeprüfung damals, dann muss ich mich daran halten, wenn ich einen flachen Bauch haben will. Ich will aber auch nicht hungern. Also esse ich alles, was laut meiner Liste gut ist. Genug, dass ich keinen Hunger habe. 5 Stunden Pause, die nächste Mahlzeit und dann über Nacht auch die 12 Stunden Pause. Und das hilft wirklich. Sag, dieses Buch, und du hast es vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, was war dein Antrieb, es zu schreiben? Hast du einfach gedacht, du möchtest dein Wissen, was du dir jetzt in all den Jahren angeeignet hast, teilen? Es war eigentlich ganz anders. Es gab ein Meeting mit dem Verleger wegen einer ganz anderen Idee. Ich habe immer für meine Kollegen und Freunde gekocht, große Essen gemacht, auch schon so in Richtung Sterneküche. Und habe auch alles aufgeschrieben, auch Rezepte aus anderen Ländern. Bringen wir das doch mal mit den ganzen Geschichten von Traumschiffen und sonst wie zu Papier. Das hatte ich alles schon im Computer. Und dann hatten wir dieses Meeting und ich habe mir gedacht, naja, falls Ihnen das jetzt doch nicht so ganz zusagt, biete ich mal was an, was jetzt gerade Trend ist, nämlich Gesundküche. Da gibt es ja verschiedene Ratgeber und verschiedene Kochbücher, meistens von Engländerinnen und Amerikanerinnen. Ja, auf diese Idee sind sie sofort draufgehüpft und haben gesagt, das ist jetzt heiß, das andere Buch können wir irgendwann mal machen. Und dann hatte ich ein Problem, weil ich war nicht vorbereitet. Es gab kein Rezept. Ich war natürlich informiert, aber längst nicht so, wie ich es dann umgesetzt habe, dann habe ich mich richtig reingekniet. Ich muss sagen, ich habe nicht nur Hunger jetzt bekommen, sondern ich fühle mich auch ziemlich inspiriert und werde mal versuchen, zu Hause ein bisschen was nachzukochen. Das bedeutet bei mir schon sehr viel, wenn ich anfange zu kochen. Normalerweise geht das schief, aber da dürfte ja eigentlich... Fang an mit den Smoothies, das ist einfach. Schon, gell? Alles rein in den Mixer und auf Start drücken. Das könnte sogar ich hinbekommen. Sehr gut, aber komm, dann lass uns doch mal gucken, was so da an Smoothies drinnen ist in deinem Buch. Und schön auf jeden Fall, dass wir hier zusammen gesessen sind und uns ausgetauscht haben. Ja, danke, hat großen Spaß gemacht. Klasse. Lass mal gucken. In der nächsten Folge der La Vita Stories treffe ich Moderatorin Ruth Moschner.
Mit ihr spreche ich über ihre Zukunftspläne als studierte Ernährungsberaterin. Es gibt ja echt nichts Schlimmeres, als wenn du mit einer Ernährungsberaterin essen gehst. Ich habe noch nichts gesagt. Ne? Und so, also eigentlich esse ich ja gar nicht so. Ich esse sonst immer total gesund und so. Was sie beim Detoxen alles los wird. Wenn dann irgendwie nach Weihnachten 2-3 Kilo mehr da sind, dann sind auch wieder 2-3 Kilo weniger da. Ich glaube, das System gleicht sich dann auch immer ganz gut selber aus, wenn man dann eben einfach wieder ein bisschen mehr auf sich Acht gibt. Und warum asiatisch bei ihr nicht auf dem Speiseplan steht. Ich bin einfach Europäerin und ich finde so diese polnischen und russischen und deutschen Sachen sind für meine Körperform meiner Ansicht nach viel mehr geeignet, mal abgesehen davon, dass sie auch bezahlbarer sind.